Hallöchen, ihr Lieben. Ich sitze jetzt hier backstage im Perukaville mit dem wunderbaren Felix Jan. Hallo. Hi, freut mich Leute, voll. Was geht? Vielen Dank auch. Für deine Zeit. Wie geht's dir heute? Mir geht's richtig gut. Ich bin voll heiß. Ich habe richtig Bock, gleich auf die Mainstage zu gehen. Geil. Was können wir erwarten heute von dir, von deinem Wildes Set? Ich habe mir vorgenommen, noch ein bisschen mehr nach vorne zu spielen als sonst. Ich habe gesehen, um mich herum läuft nur Big Room. Ich dachte mir so, okay, ich muss ein bisschen mehr Gas geben. Und dann habe ich noch extra ein paar VIP-Edits produziert. Neue Remixe für Rain in Ibiza und Do It Better. Kleine Weltpremiere heute. Geil. Also ich habe richtig Bock. Toll. Und was machst du, bevor du auf die Bühne gehst? Also hast du so Rituale? Ja, also gleich werde ich erstmal noch einmal durchs Set gehen. Dann werde ich die Special Effects durchgehen mit meinem Team, wo wir was so cuen wollen. Dann gehe ich mit meinen Videografen und Fotografen das Set nochmal durch. Und dann werde ich, glaube ich, ein Bierchen trinken und ein bisschen chillen. Und tendenziell kurz vor der Show mich nochmal kurz zurückziehen, ein bisschen dehnen, Warm-up machen, nochmal ein bisschen atmen, mich fokussieren. Einfach, dass ich so wirklich von der ersten Sekunde an da bin und Gas geben kann. Schön. Du, was würdest du sagen, was ist der Song, wo das Publikum immer richtig abgeht? Oder wo die sich verlieren, so, wo du, was du so wahrnimmst, wenn du auf der Bühne bist. Boah, es gibt natürlich total viele. Ich versuche eigentlich nur Songs zu spielen, wo die Leute sich verlieren. Das ist so ein bisschen der Sinn der Sache hier. Ja, du hast so. Und ich habe auch nur eine Stunde, da hast du nicht so lange Zeit für Storytelling. Wenn du so 4 Stunden spielst, dann musst du die Leute auch mal runterholen. Aber bei einer Stunde wird durchgezogen. Was ich zurzeit wieder spiele, was ich ganz geil finde, ist Feel the Beat von The Root. Also fast schon eigentlich ein Klassiker, den die Leute eigentlich gar nicht erwarten. Und immer wenn der dann reindroppt, ist auf einmal so, okay, alle Hände hoch, alle sind am Träumen, alle, die es noch von früher kennen, freuen sich voll und haben schöne Erinnerungen. Geil. Das wird bestimmt eines meiner Highlights heute. Toll. Du hast einen neuen Song, Do It Better, mit Zoe Wees veröffentlicht. Kannst du uns ein bisschen erzählen über die Zusammenarbeit? Wie ist es entstanden und wie war die? Ja, die war voll schön. Ich habe Zoe kennengelernt, weil ich einen Remix für Girls Like Us gemacht habe, ihre Single vor so 1,5 Jahren. Und dann haben wir uns kennengelernt, haben auch ein paar Fotos gemacht und so, hatten so einen Content Day. Und haben uns direkt irgendwie voll gut verstanden, geklickt, gut verstanden, Nummern ausgetauscht und waren die ganze Zeit in Kontakt und waren so, ey, wir müssen irgendwann endlich mal einen Song zusammen machen. Und als ich dann an Do It Better gearbeitet habe, habe ich einfach ihre Stimme drauf gehört, war so, Alter, der Song würde doch perfekt passen. Und sie hatte sofort Bock drauf, war sofort so, yeah, let's go, feier ich. Und der Song ist mega. Hat den Song aufs nächste Level gehoben. Also die Demo war auch schon geil mit der, mit der Demosängerin, aber dann so nochmal mit Zoe war so, wow, okay, sie ist einfach so krass. Ich liebe an ihr auch, dass sie so eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Die hört man schon in der Stimme, aber das Krasseste für mich war beim Videodreh. Ja. Wir haben so eine Szene gedreht, wo wir so umeinander gehen und uns in die Augen gucken. Und sie ist halt voll jung und süß und verspielt. Und wir sind dann so gegangen. Auf einmal fängt sie an zu singen und hat so einen Killerblick drauf. Ich war so, so richtig so feminine energy. Sie war so, und ich war so, wow, wow, wow. Ich war kurz überfordert auf einmal. So, es hat wirklich wie so ein Switch umgelegt, als sie angefangen hat zu performen. Ich war so, Alter, du bist so krass. Toll. Es war richtig geil. Der Song ist mega. Ja. Ist richtig toll. Ja. Was würdest du sagen, macht das Perukaville einzigartig? Oder so, oder nee, noch besser. In 3 Wörter, die das Perukaville beschreiben. Groß. Ja. herzlich. Ich fühle mich hier immer sehr wohl, gerade auch im Artist Village und das ganze Team. Alle Leute kümmern sich voll lieb immer um mich. Und Erinnerung. Ich bin seit 2015, seit der Gründung, immer dabei gewesen. Selbst im Lockdown haben wir die Corona Edition zusammen gemacht. Und wenn ich hier schon vorfahre, die ersten Venues sehe, so den Hangar, wo die Cloud Factory 2015 war, wo ich das erstmal hier gespielt habe und so. Ich habe so viele Erinnerungen auf dem ganzen Gelände und freue mich einfach immer wieder hier zu sein. Schön, vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir eine richtig gute Show. Hab Dankeschön. Ganz viel Spaß und ja, genieße es. Auch. Dankeschön.